Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und im letzten Video habe ich euch ja mein Ausrüstungslager gezeigt und habe euch schon darauf hingewiesen, dass ich die Messer auskoppeln werde in ein eigenes Video, also heute ein Video über alle meine Messer bzw. Klingen. Viel Spaß damit! Ja, was ihr jetzt hier auf dem Tisch seht, sind alle meine Messer von Multitools, Klappenmessern, feststehende Klingen bis über meine zwei Macheten, alles da, was man so braucht. Und es hat sich mit der Zeit ordentlich was angesammelt und ich werde euch jetzt einfach mal so einen kleinen Rundum-Überblick geben. Ja. Zum Beispiel hier haben wir ein kleines Werbegeschenk, ein Gerber Dime, das ist sozusagen ein kleines nettes, wie sagt man, Kinder-Multitool. Ihr seht schon, ist nicht besonders groß, habe ich eigentlich nie im Einsatz, aber ganz nett. Hier ein kleines Messer, das ich euch mal im flotten Dreier gezeigt habe, ja, einhändig zu öffnen, deshalb illegal. Sieht man ja, ist ja ein Riesenmesser, ne? Das muss ja illegal sein, Paragraph 42a, reden wir nicht drüber. Hier nochmal so ein kleines Multitool, das habe ich mir einfach mal dazu gekauft, hatte irgendwie 3 Euro gekostet, ist was Kleines, ist nicht besonders toll verarbeitet, aber ist nett, wenn man es hat. Und hier hinten hat es so einen kleinen Haken, ja, wenn jemand mal so einen kleinen, ja, wie sagt man, Schweizer Taschenmesserersatz braucht, dann kann man ihm das geben, ist ja gar kein Problem. Hier haben wir was, das teste ich gerade so ein bisschen. Das ist so eine, wie sagt man, eine EDC-Messerkarte, ja. Sozusagen hier so zum Falten, Kreditkartenformat. Wollte ich mal haben, wollte ich mir mal angucken. Fand ich sehr witzig. Ja. So. Ja. Kann man zum Beispiel in sein Portemonnaie tun oder sonst irgendwas, hat man immer eine kleine Klinge dabei. Dann hier etwas, wovon ich sehr begeistert bin, ein Neckknife, ja. Straight Fix Klinge mit einer Kydex Scheide. Ja. Also die Klinge ist wirklich sehr klein, die ist glaube ich nur 3,7 cm lang, aber total top verarbeitet. Fühlt sich super cool an, ist so zwei Fingermesser für mich sozusagen. Ja. Super scharf, richtig geiler Stahl. Top Ding, habe ich gerne dabei. Dann hier habe ich euch mal im Flotten Dreier vorgestellt, ein Offiziersmesser von Victorinox, das kennen sicherlich auch viele von euch. Dann hier ein kleines, das mochte ich einfach wegen dem Style, ja, und auch wegen der Art und Weise. Das hat keine Feststellfunktion, ist also tatsächlich legal, weil wir wissen ja, man dürfte ein Schweizer Taschenmesserschwert besitzen, ja, solange es nicht einrastet, ja, darfst du so eine Klinge mit dir rumführen. Ja, und das hier rastet nicht ein, das hat so ein Bambus-Look so ein bisschen, ja, war aber ganz nett, ist nicht besonders toll verarbeitet, aber ist ganz schick. Hier habe ich euch im leicht zu haben mal gezeigt, das günstigste Klappmesser mit vernünftigen Bewertungen, das man so auf Amazon finden kann, ne? Ist ganz schick hier in der Zombie-Optik und so weiter und so fort, also auch hier mit dem Blutspritzern drauf auf der Klinge, fand ich ganz nett. Ein sehr altes Messer, was ich schon länger habe, es nennt sich ein Camp-Buddy-Messer, All-in-One sozusagen, ja. Die Klinge ist in Ordnung, hier unten so ein bisschen Serrations, kann man nutzen für Feuerstahl. Ja, es hat einen Liner-Lock und wir haben hier zum Beispiel eine kleine Taschenlampe, ja. Wirklich nur klein. Ja. Und das Messer hat, glaube ich, damals 30 Euro gekostet, hat auch noch hier einen Feuerstahl hinten drin und ein Gurtschneider, ein Glasbrecher etc. etc. auch einhändig zu öffnen, also auch verboten natürlich zum Führen, ja, nicht zum Besitzen zu Hause. Ist nicht so toll das Ding, benutze ich auch überhaupt nicht mehr, weil die ganzen Sachen sind zu locker mit dem Feuerstahl drin und so weiter und so fort. Ja. Also, naja. Dann hier ein Messer, was ich sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv benutzt habe. Ja. Von eine kleine Bökerklinge, ein relativ günstiges Messer, hat glaube ich 15 Euro gekostet. Ein Klappmesser, ja, so ein bisschen im Fire Departments, die ich für den Griff sehr geil, muss ich sagen, weil er so schön ein bisschen geschwungen ist, dass man da richtig ordentlich rankommt. Ein Glasbrecher, ein Gurtschneider dran, schön einhändig zu öffnen, Liner Lock. Ein richtig geiles kleines Messer, das ich sehr viel benutzt habe, vor allen Dingen auf Arbeit. Ja. Also früher mit Paketen und so weiter und so fort. Und Gurtschneider ist zum Beispiel geil, um Paketbänder damit durchzuschneiden. Habe ich sehr, sehr viel benutzt. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ne? Fixiert auch, wie man sieht. Also der Liner-Lock ist noch in Ordnung. War ein treuer Begleiter. Ich mag das immer noch. Ich verbinde damit auch viel. Und ich mag einfach die Handlage von den Dingen. Ja?
Aber mittlerweile ja, nicht mehr so. Dann haben wir hier ein Gansu, ich glaube G729. Gansu, ja, kennen bestimmt auch viele, ist so ein bisschen Spyderco-Nachbau in dem Sinne, ja, mit einem Access-Lock. Persönlich mein Lieblings-Lock, muss ich sagen. Ich gucke jetzt auch immer so ein bisschen darauf bei Messern, dass ich so ein Access-Lock, weil ich finde einfach am besten zum Spielen, ja. Also Access-Lock ist, soweit ich weiß, auch das sicherste, glaube ich. Weil wohl am meisten Material, also das sicherste, dass es nicht wieder einklappt einfach. Und einfach ein schönes Messer, ja. Kann man nichts mit falsch machen. Dann hier noch so eine Bürgerklinge mit Assistant Opener. Hier hinten, zack. Ja, kein besonders tolles Messer. So ein 10 € Klappenmesser. Die Klinge ist auch schon ordentlich abgenudelt. Hier vorne benutze ich gerne mal zum Bierflaschen öffnen, ja. Kein besonders tolles, hübsches Messer. Ganz im Gegensatz zu dem hier. Das ist ein Geschenk. Das habe ich bekommen aus Sardinien ist das. Das ist ein Hirtenmesser. Und das ist scharf wie die Hölle und hübsch wie eine Blume, finde ich. Richtig schön Damaszener Stahl. Ja. Richtig geil sieht man hier die ganzen Fräsungen. Nicht Fräsungen, die Ätzungen. Ja. Eine schöne Handlage, ist einfach ein geiles Messer für eine Brotzeit oder so. Ja. Richtig was Schickes mit einer schicken Lederscheide, macht doch was her. Dann hier mein Victorinox Rangerwood. Mein Favorite Klappmesser, Allzeitmesser überhaupt. Einfach eine tolle Klingenlänge mit einer Säge drin, mit einem Korken. Ja, was alles halt bei Victorinox immer drin ist. Ne? Feststellbare Klinge vor allen Dingen, das ist sehr geil. Und die ist nach wie vor scharf, die Klinge. Ja? Wo ich das Messer jetzt ein Jahr in Benutzung habe, muss ich noch nie nachschärfen. Funktioniert immer noch top. Habe ich immer dabei. Immer am Gürtel. Ein absolutes Lieblingsmesser sozusagen. Hier ja, ein 10 € Multitool, das ich gerade am Testen bin. Ich will mal gucken. Da waren noch ein paar Pins dabei zum Schrauben, ja, zum Aufsetzen. Man hat dann hier, wo ist er? Man hat dann hier so einen Aufsatz, ja, wo man verschiedene Pins dann drauf machen kann. Hm, muss ich mal gucken, ob sich das bewährt für das wenige Geld. Eine ganz total billig Klinge, ja, hier. So ein Standardding, das 3 € kostet. Wollte ich mal testen demnächst im Robust, im Robust-Test sozusagen, ja, was man so mit dem Stahl machen kann, was der so aushält. In dem Sinne, dass es ein leichtes Messer ist, das man überall hinpacken kann, sozusagen als Survival-Messer, werden wir dann mal sehen. Ja. Jetzt kommen wir gleich zu zwei Messern, die eher so wegen der Optik und Abwechslung sind. Das hier habe ich mir nur gekauft, weil ich es einfach ganz nett fand, ganz schön fand und ich auch mal so ein Klauenmesser haben will. Das ist wunderbar scharf. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das, wenn man damit kämpfen würde, was ich nicht kann, ich habe keine Ahnung davon, ordentlich gefährlich ist. Ich mag diese kleine Regenbogenfärbung, aber das ist halt für mich mehr so ein Optik-Sammlermesser. Ja. Nichts Besonderes im Einsatz. Genauso wie das hier. Ja. Auch ein sehr interessantes Messer. Ich mag das Rot einfach. Ja, der Griff. Den mag ich auch von der Holzfärbung her etc. Ja, ein Messer, das ich eigentlich auch nur zum Sammeln mir gekauft habe, weil es ganz hübsch aussieht. Ja, aber ist beides höllisch scharf. Also ist beides Zima, wem das was sagt. Das ist eine Günstigmarke aus China. Die macht sehr, sehr gute Messer, muss ich sagen. Also die sind immer scharf, die sind immer top. Dann hier zwei Mora-Messer, kennen die meisten von euch. Ja, eins war ein Werbegeschenk, das andere habe ich mir selber gekauft. So ein Mora. Robust, da ja, sieht man auch schon, ist ordentlich rangenommen worden. Das habe ich einige Zeit lang sehr viel benutzt. Ist jetzt sozusagen ein Backup-Messer. Ja, Mora-Messer sind immer gut. Kann man nichts mit falsch machen. Hier kommen wir wieder zu einem Zima-Messer, das dem SEI 4 nachempfunden wurde. Und zwar das Zima 1. Absolut geiles Messer. Ja, kann man auch nichts mit falsch machen. Ich werde mit der Scheide demnächst mal ein bisschen rumspielen, weil ich das hier ein bisschen upgraden will. Ja, Feuerstahl dran und so weiter und so fort. Geile Handlage, der Griff fühlt sich super an. Serrations oben für den Feuerstahl. Klinge scharf und vor allem durable, also es hält auch lange die Schärfe. Mit Kydex-Scheide finde ich super. Eins meiner ältesten und allerliebsten Messer. Ja. Ha. Zebraholz, ja, der Griff ist Zebraholz, finde ich richtig geil. Also sieht richtig schön aus. Von Haller, ja. Rostfreier, ich glaube 420er Stahl, ja, 420er Stahl.
Hat mich sehr, sehr lange begleitet. Hat auch Batonen lange Zeit mitgemacht. Mittlerweile ist ein bisschen die Spitze ein bisschen schief. Ja. Also damit verbinde ich richtig viel mit dem Messer. Ich mag das, dass es hier vorne diesen Abrutschschutz hat. So eine Art Fahrtenmesser. Ja. So für Pfadfinder zum Beispiel kann ich das auch sehr empfehlen. In dem Sinne einfach ein Topmesser mit Lederscheide. Einfach ein Schmuckstück von mir. Ja. Auch wenn es nicht viel kostet. Ich glaube, es kostet 30 Euro oder so. Ja. Dann hier ein neues Messer von WTB Outdoor. Ja. Das Messer, haben vielleicht auch schon manche von euch gesehen, ist mir zugesendet worden, teste ich gerade im Moment, muss ich mal gucken, wie sich das so schlägt. Ich mag auf jeden Fall schon mal sehr, wie satt die Kydex-Scheide einrastet, das finde ich sehr schön. Und ich mag ganz besonders diese schwarzen geriffelten Griffschalen. Ich werde mal gucken, was das Messer so aushält in nächster Zeit. Ja? Darüber kann ich noch nicht allzu viel sagen, aber bis jetzt finde ich es ganz schön, auch mit dem Clip. Ja? An der Kydex-Scheide und vor allen Dingen schön ist, kann man seitlich tragen. Hat man im letzten Video auch gesehen, wie ich das hier so seitlich getragen habe. Ja. Hat mich auch ein bisschen dazu inspiriert, mit Kydex ein bisschen mehr zu experimentieren, mir solche Clips zu bestellen, ja, und so mal zu gucken, was so in nächster Zeit geht, was man da so selber machen kann. Dann hier mein absolut am meisten benutztes Messer, weil günstig, praktisch, leicht, ja, in Kombination meistens mit dem Ranger Wood. Habe ich dieses Messer dann, wenn ich draußen unterwegs bin, am Mann. Hat unten einen Feuerstahl dran, ja, ist auch schon ein bisschen benutzt, muss man sagen. Hatte unten einen Gurtschneider dran, habe ich abgesägt, habe ich auch mal in einem Video gezeigt. Ja. Und eine ganz einfache, breite Klinge. Ja. Und gar nicht so sehr zum Zustechen, sondern einfach mehr so kopflastig zum Hacken. Ja. Damit habe ich zum Beispiel auch das Holz auf der letzten Winterbivak-Tour zubereitet. Ja. Hinten ein Glasbrecher, oben eine angeschärfte Kante, damit man den Feuerstahl benutzen kann. Die Kydex-Scheide ist in Ordnung, hält das Messer. Ja. Und dann gibt es hier nochmal zusätzlich, das gefällt mir immer sehr gut, wenn es sowas ist, nochmal so ein Ding, ja, damit das Messer auch wirklich nicht schlackert, wenn man das möchte. Ja. Manchmal will ich es auch schlackernd haben, wenn ich es öfter rein und raus schiebe, dann lasse ich das halt nicht. Ne. Und eine schön große Gürtelschlaufe, das in Kombination mit dem Ranger Wood, top. Ja, gibt fast nichts Besseres. Dann mein Herzstück, mein selbstgemachtes Messer. Davon gibt es auch ein Video, wie ich das sozusagen selber gemacht habe. Ja, da stecken einfach 2 Tage Arbeit drin. Es ist nicht legal draußen zu führen, weil man sieht es, ist ein richtiger Brecher. Ja, 17, 18 cm ist die Klinge lang. Leicht dolchartig angeschliffen. Das heißt, die Oberkante ist nicht ganz so scharf wie die Unterkante, aber auch schon ordentlich. Ja. Dann hinten schön was freigelassen, Glasbrecher, die Griffschalen. Ja. Das ist so ein G10 Mikata Mischgewebe. Ja, so richtig, richtig geil einfach. Ja. Man sieht diese Holzmaserung, die damit so erzeugt wird. Und das ist einfach mega schwer, das Ding. Und die Kydex-Scheide sieht man ja auch, die ist riesig. Hat sich langsam ein bisschen gelöst. Ich muss mal gucken. Ich habe mir extra ja so einen Heißluftföhn bestellt, dass man da mal ein bisschen was machen kann. Und das zum Beispiel, das ist einfach mein Lieblingsmesser in dem Sinne. Ja. Das ist ein richtiger Brecher, damit fühle ich mich sicher. Damit kann ich alles machen, weil das Messer hält alles aus. Ja. So, dann kommen wir noch zu 2 Macheten. Ja. Die habe ich beide auch schon mal vorgestellt. Absolute Lieblingsstücke von mir. Hier einmal so eine richtig schöne Bolo-Machete, ja, von Herberts. Die ist auch schon ordentlich benutzt worden. Die ist so robust und damit kriegt man so viel Power drauf. Damit kann man auch Holz hacken. Ja, mache ich manchmal auf dem Mittelaltermarkt, dass ich das Ding trage. Ist vielleicht nicht ganz authentisch, aber es ist ein super robustes Teil, womit man ordentlich Power drauf kriegt. Habe ich sehr lange mittlerweile. Echtes Schmuckstück, muss ich sagen. Ich würde es nicht missen wollen, ja? Also einfach cool. Kommen wir zum letzten Stück. Das hier ist meine Cold Steel Gladius Machete. Man sieht es schon und hört es am Namen. Einfach eine Machete von Cold Steel, die im Gladius Stil gehalten wurde. Also als Schwert der Römer. Hat auch schon einige Gebrauchsspuren bekommen und das hat einfach die beste Handlage, die man sich, glaube ich, nur vorstellen kann. Ja. Also das ist ein richtig geiles Ding. Benutze ich jetzt gar nicht so für Arbeiten, aber ich habe es einfach mir mal gekauft, weil ich es haben wollte. Wegen der Optik und vor allen Dingen dann auch wegen der Handlage. Einfach top.
Ja. Ja, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was so euer Lieblingsmesser-Setup ist, also welche Messer ihr immer am meisten draußen benutzt und was ihr sonst noch so für Messer habt. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.